sind hier gerade auf einer Fähre. Ist ziemlich laut, wie ich finde. Ja, war noch ein bisschen mehr. Cool auch noch. The Shepherd, ja. Hoffentlich gehen wir nicht unter. Hier sind wir gerade gestartet. Ja, da hinten oben irgendwo ist unser Ferienapartment. Jetzt nehmen wir eine Fähre direkt rüber nach New York. Ist ein bisschen riesig heute. Oder versmockt, man weiß es nicht so genau. War ganz schön Power, das Ding, ne? Es fährt. Bestimmt einen deutschen Motor drin, von MAN oder so. Wir haben heute noch mal eine Tour, heute ist unser letzter ganzer Tag in New York. Als erstes gehen wir in so ein Museum, da steht ein Flugzeugträger, da sind auch einige Flugzeuge drauf. Auch ein Space Shuttle ist da und eine Concorde, die wir uns angucken können. Danach gehen wir in das 9/11 Museum. Schauen wir mal, was das gibt. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dranbleiben, ja? Schaut euch noch mal diese Aussicht an. So, jetzt stehen wir hier schon am Museumsstück, kann man sagen. Der USS Intrepid, ein kleinerer Flugzeugträger, der original noch aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Obendrauf stehen natürlich auch noch Ausstellungsstücke von verschiedenen Düsenjägern und Kampfjets. Verschiedenen Ausfertigungen, Ausführungen. Hinten drauf ist so eine kleine Halle. Da ist das Space Shuttle Enterprise. Danke! Nochmal, da oben in der Halle hinten, da ist das Space Shuttle Enterprise drin. Das wollen wir uns natürlich auch angucken. Und eine Concorde gibt es hier auch noch, die ist auf der anderen Seite. Schauen wir mal, was das ergibt. So, jetzt hocken wir gerade noch kurz auf einer Bank hinter dem Heck des Schiffes. Also es ist echt sowas von beeindruckend. Ein riesen Stahlkoloss. Schaut von unten schon toll aus. Schau mal rein. Als erstes schauen wir uns ein U-Boot an. Wie war da gleich nochmal der Name? Growler. Growler. USS Growler. Hat auch noch schön hier diese Cruise Missiles oben drauf. Sehr schön. Ein sehr beengendes Gefühl hier. Warum? In so einem U-Boot. Funkraum. Wow. Also es ist echt eng. Echt eng. Oh ja, Ventilator. Also hier drin ist auch natürlich eine Luft und eine Hitze. Hier sieht man so ein kleines Klo. Auch ganz interessant mal. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Also hier muss man durch so eine Luke steigen. Es geht gerade so. Aber wenn man im Ernstfall hier durchrennen muss, hier, dann haut es dich auf die Fresse. Was ist das, eine Küche? Kleine Kabine. Der Wardroom. Da haben die Offiziere anscheinend gegessen. Wenn die komischen Leute, die mir mal die Klappe halten könnten, wäre es besser. Commanding Officer Stateroom. Also die höheren Offiziere hatten hier Einzelkabinen. Die anderen sahen halt dann so aus. Drei Betten übereinander, hier sogar vier. Alles sehr eng, also wenn du da mal pennen willst, ich glaube, ich passe da gar nicht in so ein Bett rein. Also das ist echt ziemlich klein. Oh nein, nicht schon wieder. Da geht's nach oben.
Hi. Periskop. Was hier für Technik drin steckt, ist halt auch echt krass. Was das Kartenlesen angeht, Navigation, Funk, die ganzen Verkabelungen, ja, das müssen ja mehrere Meilen Kabel sein. Hier hat man Radar. Ein Sonar, ein Radar, alles da. So eine Art. Ach du Scheiße. Sag mal, wie fett so eine Tür ist. Hey Stefan. Wir müssen natürlich hier eine Menge Druck aushalten, wenn Wasser einströmt. Krass. Hier haben wir eine kleine Küche oder Bäckerei. Auf der USS Iowa, da war es so, dass die Küche und Bäckerei separiert war. Aber es ist ein bisschen kleiner. Und da sieht man sogar noch oben im Filter das Fett von damals. Und hier zu meiner Linken ist nochmal so eine Art kleine Küche. Ja, und hier hat die Crew gegessen. Und so wie es auch gespielt. Schachbretter. Und wie heißt das andere Spiel? Mühle Dame. Ja, Mühle Dame Brett. Wie auch immer. Backgammon, richtig. Ja, und hier gab es wohl verschiedene Getränke, eine Musikanlage anscheinend, damit sie auch Musik hören können. Ja, und alles ein bisschen eben spartanisch. Ja, alles recht eng. Nein, Ralf, da können wir nicht hoch. Aber da oben ist hell, warum? Ist da offen? Haben sie eine Oberdecke eingebaut. Oh, jetzt kommen wir hier zu den Schlafräumen der Mannschaft. 1, 2, 3, 4. 4 Betten links und 4 Betten rechts. Uah. Ziemlich eng. Ziemlich hart. Ralf winkt nach rechts. Wahrscheinlich sind da noch mehr Betten. Oh ja, also da darf man echt keine Platzangst haben, wenn man da mal pennen will oder muss. Wenn man sich vorstellt, dass das Ding ja auch noch monatelang unter Wasser sein kann. Ich weiß nicht, ob das so vertrauenserweckend ist alles. Und warten tue ich auch ungern. Jetzt bewegt euch mal, damit ich hier durch die Luke steigen kann. Hey, die Leute warten hier hinten. Also ich. Ein Waschraum. Gab es wohl Spinte für diverse Duschutensilien. Da hinten ist eine Dusche, sehr eng. Waschbecken. Nochmal eine Toilette. Sehr, sehr eng, mit Falltür. Okay. Hier kommen wir zum Motorenraum. Da drüben ist auch noch einer. Das muss natürlich hier drin hitzig gewesen sein. Unvorstellbar. Und hier ist ein Torpedoraum. Cool, da auch nochmal Betten. Und hier ist ein Torpedo. Ja, da kommt vorne die Luke. Nein, ups. Oh ja. Yeah. Das ist Selfie, no? Warte, das muss weg. Jetzt. Ja. Okay, look. Okay. If it's okay. Okay, thank you. You're welcome. So. Gerade nochmal. Hui. Für eine nette Asiatin ein Bild gemacht vom Torpedo. Der Torpedo. Und du hast bestimmt gedacht, zeigst du dir dein Torpedo? Nee. Puh. Wieder sehr hell draußen. So, das war's auch schon mit dem U-Boot. Schade. Auf zum nächsten.
Und jetzt sind wir oben auf dem Flugzeugträger. Das ist aus Israel, das Ding. Das ist ein F-16 Kampfjet. Das ist das coolste Teil überhaupt. Oh, das Lockheed A-12. Hier mal eine F-14 Tomcat. Kampfmaschine. It's a Kampfmaschine. Gerade noch mal vom Heck dieses Flugzeugträgers kann man noch mal ein bisschen auf die Stadt gucken. Es ist spektakulär hier. Einfach alles. Die Stadt, die vielen Leute, die vielen Hochhäuser und eigentlich diese vielen Sehenswürdigkeiten. Wir sind eigentlich viel zu wenige Tage hier in New York, aber heute haben wir die längste Tour vor uns. Das wird echt schmerzhaft an den Füßen. Und das mit diesem abgeklappten Flügelsystem, das hatten die extra so konzipiert, damit eben mehr Flugzeuge auf einen Flugzeugträger passen. Das ist natürlich platzsparender, wenn man die Flügel ankippen kann. Da mal eine F9F8 Cougar. Und hier, das dürfte so eine Aufklärungsmaschine sein. Man kennt das hier oben mit dem Radar. Riesending. Größer als die Maschine selber fast. Tracer, ja. War sogar noch eine Propellermaschine. Hier haben wir einen McDonnell F3H2N, sogenannte Demon. Dann kommen hier kleinere Maschinen, eine kleinere Maschine, schaut eigentlich gar nicht aus wie eine Kampfmaschine, aber ist aus Italien. Tricolori. Vorne hat der Raketenwerfer und hier eine Minigun. Das sind diese alten, ne? Diese Vietnam-Maschinen. Ja, man nennt sie Vietnam-Maschinen, weil da sind sie eigentlich bekannt geworden. Das ist eine Bell UH-1A. Huey. Eine Huey. Sogenannte Huey war der Spitzname. Oder ist der Spitzname, wird teilweise sogar noch eingesetzt. Wahrscheinlich unkaputtbar, kann man sagen. Ein sehr markantes Motorgeräusch, das hörst du schon. Ja. Und hier ist der Buick. Der Buick unter den Flugzeugen. USS Roosevelt. Hoi. Wo kommt der denn her? Von der USS Roosevelt. Das ist doch ein anderer Flugzeugträger. Wahrscheinlich. Mhm. Hier sieht man noch das Betankungssystem in der Luft. Den Zipfel. Das ist der Harrier. Ah, das ist doch der Senkrechtstarter. Ja, richtig. Man kennt ihn aus dem Film True Lies, wahre Lügen mit Arnold Schwarzenegger. Die Düsen da hinten können sich umstellen, da kann er quasi senkrecht in den Lufthoch fliegen. Also wir haben gerade beschlossen, doch nicht da hoch zu gehen. Ja, wir wissen nicht, wie lange das geht. Zweitens, wer das Video von der USS Iowa gesehen hat, kann sich in etwa vorstellen, wie das da drin ausschaut. Wahrscheinlich fast genau gleich. Das war ein Flugzeugträger und kein Kampfschiff, aber prinzipiell gleich, dieselben Räume. Sowas. Hier unten seht ihr das da in diesem Rettungsboot oder was das darstellen soll? Das ist eine Kapsel, eine Weltraumkapsel. Ja, so konnte die geborgen werden, wenn eine Mission zu Ende war und die Astronauten ja, gewassert sind, sagt man so schön, konnte man das mit diesem Kran hier, konnte man die Landekapsel an Bord ziehen. Und hier noch eine F8K, sogenannter Crusader. Oh, was ist das? Schaut mal interessant aus.
Die MiG-17, war die nicht aus Russland? Ja. Ah, ja. Eine sowjetische Maschine. Ja, aus dem Koreakrieg. Schaut echt eng aus da oben drin. Und vorne wie eine Schweinsnase. Aber man darf nicht vergessen, dass es trotzdem Kriegsmaterial war. Ja, die tatsächlich Einsätze geflogen sind. Hier haben wir dann einen, nochmal einen Sowjeten, die MiG-21. Codename von der NATO war damals Fischbett. Also Fischbett. Wahrscheinlich wegen der, ja, weil es eigentlich von der Musterung ausschaut wie ein, kann man sagen, wie ein Fisch. Keine Ahnung, der im Bett liegt. Weiß nicht. Hier haben wir noch ein Flugzeug von der NASA. Ein Northrop T-38N Talon. So, jetzt schauen wir mal zum Space Shuttle. Was, wie ist zu? Oh. Ach nee, oder? Ich will mein Geld zurück. Leider kommen wir nicht zum Space Shuttle, weil es heute wegen, ja, Restaurierungsarbeiten geschlossen ist. Finde ich scheiße. Finde ich echt scheiße. Aber da wäre es drin. Super, da kommt man einmal nach New York und dann ist das Ding zu. Ja. So maybe we can get a little bit of our money back. No chance. Na gut. Dann schauen wir mal runter zur Concorde, hätte ich gesagt. Oder nein, Moment. Es gibt hier noch ein Unterdeck. Ja, Hangar One genannt. Wo quasi die Flugzeuge, die wurden ja irgendwo per Lift, glaube ich, nach unten gebracht. In das Hangar. Ja. Schauen wir mal da rein. Da stehen wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen rum. Nun, Hangar One. Das ist der ganze Bereich von dem Schiff. Hangar 2 ist der mittlere Bereich und Hangar 3 der vordere Bereich. Hier soll es in der Mitte angeblich auch Flugzeuge geben. Da schauen wir gleich mal rein. Wahrscheinlich gab es hier Reparaturen und Wartungen und sowas. Hier gibt es sogar ein Modell dieses Schiffes. Aus Lego. Das ist kein Witz. Das ist Lego. Sogar unten mit Unterdeck. Flak. Für den Flugzeugen oben drauf. Das da unten ist Hangar B. Und hier ist Hangar A, da sind wir gerade drinne. Wow, die haben ja sogar ihr eigenes Kino da drin gebaut. Krass. Krasser Scheiß. USS Intrepid wurde ja auch im Zweiten Weltkrieg von den Japanern angegriffen. Ja. Es gab auch 4 japanische Flugzeuge, die auf den Intrepid gestürzt sind, also Kamikaze-Flieger, Selbstmordflieger. Und hier gibt es sogar ein kleines Museum. Ja, da ist sogar noch ein Trümmerstück von so einer japanischen Maschine zu sehen. Oder ein Kurs bzw. ein Tagebuch, ein Security-Buch eines Offiziers. Hier noch ein Ohrring. Ja, dann hat eine Frau ihrem Mann mitgegeben als Glücksbringer für die Reise. Man sieht auch, das ist ein 4-blättriges Kleeblatt. Ja, oder früher so ein Gepäckkoffer. Könnte man sich gar nicht mehr vorstellen, mit so einem kleinen Koffer zu reisen. Höchstens im Handgepäck. Hier haben wir noch ein Navigationsbuch. Da wurde alles eingetragen. Hier haben wir zum Beispiel den 2. Mai 1971, Sonntag. Da stehen alle Uhrzeiten drin und was gemacht wurde. Wir haben so und so viel Grad den Kurs korrigiert. Ja, links 20 Grad auf 250 und so weiter. So wurde hier alles notiert. So sah die Intrepid im Zweiten Weltkrieg aus. Und so im Kalten Krieg. Wurde natürlich viel umgebaut, viel erneuert, um den Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden. Weil früher gab es ja Propellermaschinen, dann gab es hier im Kalten Krieg die Düsenmaschinen.
Hier sehen wir auch, wo dieses Schiff überall schon war. Natürlich Südamerika und Amerika auf jeden Fall. Es war auch in Europa viel unterwegs. Nahen Osten. Und natürlich im fernen Osten, Japan, China, Australien, Neuseeland. So, jetzt am Heck angekommen. Hier gibt es noch natürlich nicht mehr aktive, aber hier gibt es Heckkanonen. Kann man die noch drehen? Ja. Ralfi? Ralfi, bleib doch mal stehen. Ich habe da was für dich. Komm, blast mir das Helm weg. Boom! Naja, viel kann man da nicht wegblasen, ne? Kann man da durchgucken? Ja, kann man durchgucken. Ah, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Herrlich. Hier, Concorde. Wer kennt sie nicht? Einst das schnellste Passagierflugzeug der Welt aus Frankreich. Hier von British Airways. Mittlerweile ja nicht mehr im Dienst. Nach einigen Unglücken. Ja, dann schauen wir mal, wie das da drin ausschaut. Das schaut eigentlich ziemlich eng aus. Das hat so kleine Fenster. Es war vielleicht luxuriös, aber trotzdem eng, oder? Ja, warum auch immer. Aber die Ausgänge und Eingänge sind zu. Wir kommen da auch nicht rein. Voll öde. Voll öde. Naja,